Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. Hassen Sie das auch so mitklatschen? Ja? Das ist gemein. Ja, aber es ging wunderbar, muss ich wirklich sagen. Aber das ist übrigens neu. Haben Sie das schon? Nicht? Chinese Walking? Nichts, also das funktioniert hier nicht. Es geht raus. Geht nicht in Mülheim. Uiuiui. Ui. Das ist toll. Soll ich das mal weitergeben? Wollen Sie das mal? Mit einer holländischen Arbeit, meine Damen und Herren. Holländische Kameras dabei. Ja, das ist holländisches Flügel, haben wir heute so. Ja, wir haben diese Rufe, ich weiß auch nicht warum, aber das Mitklatschen hatten Sie großartig gemacht, muss ich wirklich sagen. Und das ist mittlerweile auch ein holländischer. Guten Abend. Wir haben schon angefangen, aber Sie haben das Mitklatschen verpasst. Das ist eine holländische Tradition geworden, nicht? Mitklatschen während klassische Konzerte. Und das machen wir in Holland immer. Wir klatschen alles mit, wir singen alles mit. Wir haben sogar bei uns eine Karaoke-Version der Matthäus-Version von Johann Sebastian Bach. Das mit Anzünde und so, doch wir freuen uns. Oder nicht freuen uns, aber na, wir klatschen alles mit. Wenn man Beethoven spielt, fängen die Leute an mitzuklatschen. So. Überall natürlich, aber ja, ich meine, wir sind ja nicht in Holland, wir sind hier in Mülheim an der Ruhr. Wenn ich an Mülheim denke, dann höre ich Musik, dann oh. Mülheim. Und dann sehe ich diesen berühmten Fluss. Heißt ja nochmal Ruhr durch Mülheim strömen. So. Das ist falscher Fluss, aber selbes Wasser. Dann sehe ich euren Bürgermeister stolz durch Mülheim spazieren. So. Wir klatschen alles mit in Holland. Dankeschön. Aber das Beethoven-Stück war auch zu schnell. Wenn man Schubert spielt, geht es viel einfacher. Guck mal. Das sind immer Holländer dabei. Ja, wir sind das so gewohnt, mitklatschen, mitsingen, seit wir Leute wie André Rieu haben und so, nicht? Das und, oh, das kennen Sie noch. Der hat seine Karriere gestartet bei Metallica damals, nicht so? Das geht jetzt nicht mehr, aber das ist wunderbar noch. Er macht jetzt etwas Neues. André Rieu spielt jetzt das Klavierkonzerte von Tchaikovsky auf Geige. Es ist illegal, aber er tut es. Und Sie kennen das Stück natürlich nicht, oder? Und dann. Interessant, ne?
Tarkowski hat das gewusst, dass André Jeudagier spielen sollte, nicht? Das kann man hören, deswegen hat er all diese Pausen so reinkomponiert, nicht? Nach jeder vier Töne gibt es eine kurze Pause. So. Pause, 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 Pause. Das sind die Frisurpausen. Und ich brauche die nicht, aber das hat Röber, das ich nie habe. Aber ohne die Pause ist das Stück nicht interessant. Ne? Aber es ist viel kürzer. Es ist viel kürzer. Und ich liebe es, wenn es kurz ist. Musik ist meistens zu lang, ne? Klassische Musik ist meistens zu lang. Dies kennen Sie dazu, dies ist perfekt. Oder bearbeitet von der verstorbenen Karl-Heinz Stockhausen so. Das ist toll, was er gemacht hat. Ich kenne sie, ist gerade gestorben, aber... Singen Sie mit, meine Damen und Herren. So hat die moderne Musik angefangen. Ray Charles auf der Suche nach die Tasten. Stevie Wonder looking for the keys. Ha, 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 ha. Schön. Oder sind Sie? Nein, das ist okay, aber ja, wie gesagt, wir haben diese Tradition in Holland, wir singen alles mit, wir klatschen alles mit und die Neunte von Beethoven ist auch so ein Stück, das man gut mitsingen kann, nicht? In Holland kennt niemand den Text, Sie kennen den Text wahrscheinlich, nicht? Neunte von Beethoven, so. Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Ha, feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Kennt in Holland niemand. Und das ist eigenartig. Es ist eigentlich die europäische Hymne. Beethoven, Schiller und so, alle Menschen werden Brüder. Aber in Holland fragen wir uns immer, warum kann das nicht auf Holländisch gesungen werden? Nicht? Es ist immer auf Deutsch. Die klassischen Stücke von Mozart, Zauberflöte, so Così fan tutte Don Giovanni, es ist immer Deutsch. Und, das Applaus entwickelt sich auch nicht mehr, aber... Nein, es kann doch auch auf Holländisch gesungen werden. Alle Menschen werden Brüder. So. Früchte, Schönheit, rote Funken, Tochter seid het Paradijs. Wij betreden für entrunken, Hemelse jouw Heiligdom. Dann wissen wir in Holland jedenfalls, worum es geht. Ne? Klingt gut, ne? Ich meine, warum Zauberflöte? Toverfluit ist auch gut. We gaan naar de Toverfluit. Verstehen Sie das? Wir gehen in die Toverfluit. Toverfluit ist dasselbe Wort, hat nur eine doppelte Bedeutung bei uns. Aber hier wahrscheinlich auch, ne? Zauberflöte ist überall doppelt, nicht? Magic Flute, La Flute Enchantée. De Zauberflöte. Holländisch ist gar nicht schlecht, meine Damen und Herren. Ja, das ist eine Weltsprache, Holländisch. Natürlich. Holländisch wird überall gesprochen, in Holland und in Südafrika. Und das, ja, aber alle Menschen werden Brüder, kann auch auf Italienisch, kein Problem. So. Quando tanto più fratelli antipasta domine. Ist nicht gut?
due pizza Botticelli Dolce e Cabana me. Oder auf, das ist schön. Auf Dänisch geht auf Dänisch um. Klöpfen, Kirchele, Klöpfen, Lohnes, Klöpfen, Klöpfen. Auf Arabisch geht es auch gut so. Klöpfen, Klöpfen, Klöpfen. Nein, das war Dänisch. auf Griechisch geht es auch. Was ist los? Wenn er lacht, ist es neu, meine Damen und Herren. Nein, ich meine Dänisch, ja, Griechisch. War das Griechisch, das? Ja, das. Aber das machen wir in Südholland auch, so mitklatschen. Aber was singt der Grieche dazu? Dazu? Hoppa. Hoppa? Hoppa ist Griechisch? Hoppa, hoppa! I'd rather be a sparrow than an eel. Hoppa! Das ist Griechisch. Das ist südamerikanische Grieche, war das. Aber wenn das Griechisch ist, welches Land spiele ich dann jetzt schon? Russland? Israel ist es nicht? Israel. Russland ist anders. In Russland geht es. Das liegt höher. Das ist ganz. Putin, 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 Putin. Ja, mehr braucht man das Text nicht. Aber Israel ist es nicht. Kennen Sie die israelische Hymne? Können wir mal zusammen singen? So. Jetzt singen Sie einen Fluss aus Tschechien. Ja, Sie haben die Moldau gesungen. Und das habe ich schon gespielt, nicht? Es fließt, das Wasser fließt nicht. Nicht um Mittelmeer, so.